Wie ihr hört, es regnet. Ich bin gerade fertig, habe alles zusammengepackt, alles in die Taschen. Und in dem Moment fängt es an zu regnen. Oh man, worst case. Zelt im Regen zusammenbauen. Ich war halt zu langsam. Ich konnte es ja schon sehen, bin ein bisschen aufgewacht und dann habe ich es gesehen. Oh, da kommt eine Regenfront. Dauert auch etwas länger. Dadurch muss ich das hier wohl etwas im Regen abbauen. Oh, total nass einpacken. Oh Leute, das worst case total. Ja. Gestern war es noch nicht angesagt, dass es heute überhaupt regnen sollte. Nur jetzt sitzt man hier im Regen. Also der Wetterbericht ist in Schweden auch nicht besser. Naja. Schauen wir mal, wie ich das jetzt hier alles aufs Rad und zusammengepackt kriege. Oh. Ja, macht keinen Spaß so. Aber ist halt so, muss nehmen, wie es kommt. Naja. Auf geht's. Es regnet, ich bin losgekommen. Es soll noch eine Stunde oder so regnen, dann soll es mal aufhören. Also es wird nicht den ganzen Tag regnen. Aber das Zelt ist klitschenass. Ich schätze mal 2-3 Kilo schwerer alles. Nur voll mit Wasser. Ja, worst case. Aber egal, es gehört zu einer Radreise. Es wäre schlimmer, wenn es jetzt heute auch den ganzen Tag noch regnen würde. So kann ich das vielleicht mal zwischendurch mal auslegen. Ein bisschen trocknen. Boah. Aber naja, nerven tut es natürlich, man wünscht sich's nicht, aber bin halt in Schweden, ist vielleicht auch mal das Wetter auch mal ein bisschen schlechter. Und vor allem kühler, ist keine 10 Grad. Boah, heute, ja, jetzt geht es erstmal nach Jönköping, weil das ist noch ein Stück. Da ist auch erst die nächste Einkaufsmöglichkeit anscheinend. Boah, so viele kommen auch nicht auf der nächsten Strecke, so 95 Kilometer habe ich vor, bis 100 vielleicht wieder. Man muss echt darauf achten, wo man einkaufen kann, wo man Wasser holen kann. Also es ist schon große Stücke dazwischen. Ein bisschen aufpassen, aber zum Glück hat man ja Internet, da sieht man ja alles. Aber naja, so langsam muss ich wieder weiter, sonst wird mir kalt. Während man fährt, ist man doch warm. Aber jetzt, wenn man hier sitzt, zwar ist der Wind heute nicht so stark. Aber wenn man jetzt hier ruhig sitzt, dann wird es doch wieder kalt. Also ich muss los. Also weiter geht's und dann wünsche ich euch trotz des Wetters viel Spaß dabei bei den kommenden Bildern. Scheint, jetzt habe ich das Gröbste überstanden. Oh, der Wetterbericht sagt ja noch Sonne pur voraus, also das kann man kaum glauben. Es ist richtig kalt, der Wind ist jetzt da, aber als Rückwind natürlich wieder Glück. Ja, muss auch sagen, den Platz, den ich zum Zelten hatte, war gar nicht so schlecht. Es war die ganze Zeit doch viel, ja, landwirtschaftlich, Häuser, Bauernhöfe. Also war eigentlich ganz gut, dass ich da gestoppt habe. Da wäre nicht mehr viel gekommen. Irgendwas gibt es ja immer, aber ich fand den ja auch eigentlich ganz gut. Und jetzt geht es nach Jönköping. Regenklamotten lasse ich natürlich noch an, ein bisschen noch trocknen. Mal sehen, ob ich dann in Jönköping mal ein warmes Getränk kriege oder ja, irgendwo trocken mal unterstellen kann. vielleicht sogar schon mal die Sonne genießen. Wer weiß. Gott, wieder herrlich hier zu fahren, wieder so ein Bahntrassenradweg. Hier ist eigentlich nur Wald. Wunderbar. Und gut, es gibt den, sonst müsste ich an der Startstraße fahren, die viel befahrenen. Also da hätte ich jetzt keine Lust zu. Und so eine Bahntrassenradweg, da werden noch alle Steigungen ausgemerzt. Weil so ein bisschen hoch und runter geht's hier doch. Hätte ich doch viel, viel mehr Höhenmeter, aber es ist einfach nur zum Genießen hier. Dahinrollen. Wunderbar, richtig schön. Jönköping. Ja, ich habe jetzt 35 Kilometer schon gefahren. Es sind noch ein paar. Oh, aber echt toll hier. Richtig klasse. Auch wenn man die Startstraße so ein bisschen hört. Oh, und jetzt kommt auch noch die Sonne raus. Perfekt. Endlich. Jönköping ist erreicht. Zeit zum Zelttrocknen, endlich. Ja, das muss richtig trocknen, das ist klitsche nass. Aber ich habe mir was Leckeres gekauft, ein Baguette. Was zu trinken, damit ich erstmal durchhalte. Ja, ich habe schon 50 Kilometer hinter mir. Also schon über die also ungefähr die Hälfte, die ich machen wollte heute. Ja, man sieht immer noch in der Ferne auf dem See, da sind Schauer. Also, ich habe noch Panik, dass es immer noch wieder was Neues kommt, aber erstmal hoffentlich nicht. Vielleicht mal mehr Sonne, aber die meisten Wolken sind immer genau bei mir, dass sie die Sonne verdecken, aber egal. Ja, und ich stehe jetzt hier, ja auch, oder sitze vielmehr vor dem zweitgrößten See Schwedens, der Vätternsee. Ja, 135 Kilometer lang, bis zu 31 Kilometer breit. Den will ich jetzt noch umrunden. Ja, aber das werde ich bestimmt jetzt nicht schaffen. Also 3 Tage, 4 Tage. Ja, es gibt hier sogar ein Radrennen rum, 325 Kilometer am einen Tag. Ein Rennrad-Event. Ja, das schaffe ich garantiert nicht. Es ist ja auch ein paar Höhenmeter dabei. Naja, pustig ist es wie Sau, aber nicht mehr ganz so stark wie gestern. Ja, ich mache jetzt erstmal Mittag und dann geht's da entlang. Ja, da hinten regnet es. Naja, ich hoffe, wenn ich da bin. Ja, im Uhrzeigersinn fahre ich nämlich. Ja, dann ist das weg. Aber für morgen, naja, so toll ist es ja auch wieder nicht. Aber ich will jetzt nicht von morgen reden. Ich will jetzt was essen, Zelt trocknen und dann geht's weiter. gerade rechtzeitig noch einen Unterschlupf gefunden und einen kleinen Vordach. Uiuiui. Es regnet und es stürmt dabei. Uiuiui. Was ein grausiges Wetter hier im Norden. Naja, abwarten. Das ist nur ein Schauer und dann geht's weiter. Aber wenn ich so einer erwischt, so zwischendurch, wo überhaupt nichts ist, ja, dann bist du schnell nass. Ja, man muss die Ausblicke genießen auf den See. Denn dieser Rundweg, worauf ich jetzt drauf bin, von denen sieht man nicht so viel vom See, da ist man doch manchmal sehr weit weg. Denn die Straße, die direkt am See führt, ist super ausgebaut, und fast eine Autobahn auf beiden Seiten. Ja, aber so gibt es dann mehr Wildnis. Und so genieße ich jetzt noch die paar Aussichten, die mir hier bleiben. Das war gerade ein sehr schweres Stück. Es ging ordentlich bergauf, gegen den Wind, dann wieder runter, wieder hoch gegen den Wind. Das war jetzt ganz schön. Aber anscheinend sind die größten Steigungen jetzt vorbei und bleibt so auf so einem Niveau von um die 200, 220 Meter. Ja, das scheint ja jetzt ein bisschen ruhiger zu werden. Nicht mehr ganz so viel Steigung. Aber trotzdem macht es Spaß, es ist auch jetzt gleich wärmer geworden, wo die Sonne rauskommt. Nur wenn man im Wind steht, ja, dann wird es wieder gleich kühler. Aber es ist schön, hier ist ja nur Wald im Moment. Boah. Mal sehen, was auf mich zukommt. Die nächsten Kilometer. Ich bin jetzt im Örtchen oder kleinen, doch größeren Ort hier, Habo. Da bin ich jetzt einkaufen gewesen, habe ein bisschen gesündigt, naja, ein bisschen was Süßes mitten am Tag. 2:30 ist ja wohl okay, war kein Eis, so warm ist es echt nicht. Ja, jetzt habe ich schon, wie viel habe ich? 72 Kilometer habe ich schon wieder. Tja. Ja, so in 30 Kilometern spätestens kommt da so ein Campingplatz, den versuche ich mal zu erreichen, wenn da was frei ist. Ist jetzt ein langes Wochenende, das ist doch relativ voll jetzt wahrscheinlich, aber naja, probieren kann man es, Wildcampen geht immer, aber heute könnte ich schön eine warme Dusche wieder vertragen. Naja, erstmal was essen und trinken und dann voll Power dahin. Ja, eins kann man sagen, der Handyempfang hier in Schweden ist überall top. Wie man hier sieht, gerade ein Handymast mitten im Wald. Hier ist nicht viel, nur ein paar Bauernhöfe und kleine Häuschen. Kein größerer Ort, weit und breit. Oh, fährt sich gut hier. Ja, gerade in so ein schöner See, aber unheimlich pustig. Ja, wenn das andere Richtung kommen würde oder so, das wäre bestimmt ein schönes Plätzchen gewesen. Aber naja, soll nicht sein. Ich fahre noch weiter. 86 Kilometer habe ich hinter mir. Oh, 14 Kilometer noch bis zum Campingplatz, also wieder fast 100 Kilometer. Ja, mal sehen. Da waren auch wieder ein paar Abzweiger dabei heute. Oh, aber jetzt, Wetter ist wie herrlich, wenn dieser Wind nicht wäre. Aber jetzt drehe ich so ein bisschen rein und habe ihn jetzt als Rückenwind. Muss mich anscheinend ein bisschen beeilen. Das sieht so aus, laut Wetter-App, dass da ein bisschen Regen aufzieht. Aber ist ja nicht mehr weit. 5 Kilometer. Ich hoffe, ich schaffe es noch bis dahin und vielleicht das Zelt aufzubauen oder warte den Regen dann erst ab, bevor ich es aufbaue. Wäre schön, wenn ich da ein Plätzchen finden würde. Aber draußen, nee, das wird ja dann auch wieder alles nass. Nee. Mal gucken, ob da was ist gleich. Ist gleich soweit. Uah, langt auch wieder. Wie ihr seht, Regen. Kaum hier angekommen. Regen. Toll. Es soll auch länger andauern, immer mal wieder schauern. Ja, aber ich habe keinen Zeltplatz gekriegt. Nein, ich habe was Besseres gekriegt. Oder haben sie mir angeboten, eher gesagt. Für 60 € eine kleine Hütte. Guckt mal rein. Leute, hier ist eine Küche. Kühlschrank, natürlich nicht gefüllt, aber hier kann ich sitzen. Es ist nicht kalt, es ist geheizt. Oh. Ja, ist auch wieder viel Geld, 60 €, aber da draußen jetzt Regen abwarten, Zelt aufbauen, ja, dann alles reinschmeißen und dann kommt der nächste Schauer, alles wieder nass und ja, ist doch toll. Ja. So langsam, ja, glüht die Karte so ein bisschen. Immer wieder einkaufen. Ja, das werde ich mal ganz zum Schluss, oder ich weiß nicht, ob ich ein Fazit sehe, mal alles zusammenrechnen, was ich jetzt ausgegeben habe. Also ganz wild ist die Reise nicht. Aber Leute, bei dem Wetter draußen ist es 11 Grad, Regen, windig. Hier kommt das zum Glück nicht so an. Aber ja, wie gesagt, für 60 €. Ja, Leute, mache ich. Naja, normaler Stellplatz hätte auch schon 35 € gekostet, also wäre auch nicht ohne gewesen. Also habe ich 25 € draufgelegt und habe was Schönes. Ja, Leute, also kann ich hier Mittag machen. Mal schauen, was es gibt. Klasse. Ist gut. Ja, hier wird es auch einen Imbiss geben. Aber dann muss ich mir den mal verkneifen und koche mir was selber. Naja, ich richte mich hier ein bisschen ein. Nutzt den Strom wieder für alles Mögliche zum Aufladen. Ja, und dann melde ich mich mal später. mit den Daten des Tages. Wie ihr seht, es ist angerichtet. Ja, schwedische Ravioli gibt's. Ja, aber einen großen Pott hier, dann kann ich ja schön damit kochen. Aber das hätte ich wahrscheinlich auch jetzt gemacht, denn das habe ich nämlich in Habo gekauft. Aber ich hatte ja so meinen Plan, hier zu sein. Ja, meistens gibt es ja immer Küchen hier auf so einem Campingplatz. Aber dass ich so eine Hütte habe hier, habe ich noch nicht mitgerechnet. Aber das ist, glaube ich, das Richtige. Eine ordentliche Portion. Ja, ich habe Hunger. Und wie immer ist hier das Chaos ausgebrochen in der gesamten Hütte. Alles wird hier ausgebreitet. Boah, was soll ich sagen zum Tag? Ihr habt es gesehen. Ich fand es nicht schlecht. Ja, der Start war ein Mist. Mit den starken Regen, dass das Zelt so nass wurde beim Einpacken. Aber gut, dass ich dann trotzdem losgefahren bin. Dann war ich doch noch rechtzeitig hier. Ja, ich hätte noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, aber die Strecke bis nach Jönköping, die hat sich ganz schön gezogen. Ja, und da konnte ich endlich das Zelt mal ein bisschen trocknen, ein bisschen was essen. Dann war es auch schon Mittag und dann ging es weiter. Ja, von dem großen See, den ich jetzt umrunden will, den zweitgrößten See Schwedens. Ja, da sieht man nicht so viel von. Das ist aber auch egal. Ich fand auch das hier sehr interessant. Wieder kleine Seen dazwischen. Bauernhöfe, nur ein paar Häuser. Dann wieder Waldstrecken. Hoch und runter. Ja, leider der Wind war sehr stark. Aber ab morgen wird der Lamshang nachlassen. Auch die nächsten Tage ist dann auch kein starker Wind mehr in Sicht. Morgen könnte es vielleicht noch mal ein bisschen regnen. Allgemein ist es aber mehr trockener, als es jetzt ist. Also es hat hier auch wieder sehr stark geregnet, gerade eben. Aber es waren jetzt 100 Kilometer. Es war anstrengend wieder. Kaputt, natürlich. Aber nach der Mahlzeit jetzt wird es ja wohl auch langsam gehen. Ja, wie das kommt morgen. Ja, genau dasselbe wie heute. Gerade die letzten Kilometer oder die ersten Kilometer morgen wieder. So wie die hier aufgehört haben, hoch und runter. Dann komme ich auch mal wieder an den See. Ich glaube aber auch nur einmal oder so. Da gibt es auch noch eine Besonderheit. Aber das seht ihr denn. Ja, und dann geht es schon wieder hoch und durch die Wälder, durch ja, Reservate. Mal sehen, ob es ein paar Aussichten gibt. Vielleicht von weiter weg auch über den See. Ja, heute war es im Norden des Sees auch sehr regnerisch. Ich habe noch mal Glück gehabt hier unten. Zum Schluss hat es mich hier noch getroffen, aber allgemein bin ich zufrieden. Natürlich jetzt im Zelt sitzen, das wäre ganz schön kalt, aber eigentlich wollte ich es ja, hier gibt es so ein paar Stellen, hätte man sich wieder hinpflanzen können, aber die warme Dusche gerade eben. Oh, das war sehr herrlich und das ist echt was ich eigentlich immer brauche. Mal ein Tag geht, ein zweiter Tag wird schon schwierig. Ja, Rasur geht auch bald wieder los, kann ich auch hier wieder machen, wieder frisch machen. Ja, das muss sein. Also ganz wild ist es bei mir nicht. Vielleicht morgen mal wieder. Mal sehen, wie es läuft. Also schauen wir dann. Also ich fand es heute toll. Die ganze Strecke, die 100 Kilometer. Das waren auch wieder etliche Höhenmeter. Hat auch, hoffentlich auch wieder schöne Bilder gegeben. Also, dann bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Anschauen. Moin, moin. Ich glaube, wie man hier sagt, adieu. Aber adieu. Ach, ist egal. Tschüss, ihr wisst, was ich will. Denn bis zum nächsten Mal und Mahlzeit. Schmeckt ganz normal wie Ravioli. Auch das schwedische Ravioli schmeckt. Okay, tschüss.